Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendeko. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen angefangen. Bevor ich das alleine fertig weitermache, möchte ich erst mal zeigen, was ich hier so mache. Und zwar möchte ich eine Art oder Wasserwelt diesmal machen und habe mir hier Kreiden rausgesucht. Das ist Moment, von Joycrafts, die Chalks, und werde das jetzt hier blau machen. Den Hintergrund. Ich hatte es überlegt, ob ich das irgendwie mit Stempelfarbe mache, aber ja, da weiß ich nicht, wenn ich dann zu doll verwische und mit den Kreiden ist doch richtig cool. Kommen auch schöne Effekte zustande. Ja, und ich wollte es euch nur eben kurz zeigen, ja, damit ihr seht, wie ich es gemacht habe. Denn es ist blöd, wenn ich es euch gleich fertig zeige. Gut, bei den Mäusen hatte ich jetzt auch den Anfang euch nicht gezeigt, weil es nimmt halt doch etwas Zeit in Anspruch. Ja, ich male das jetzt schnell fertig hier und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder und es ist blau. Hier unten habe ich ein bisschen weiß gelassen, damit ihr auch den Unterschied sehen könnt. Das ist wirklich blau geworden. So, und ich habe das ein bisschen weiß gelassen, weil ich ja eben dieses Tape benutzen möchte. Ich mache es heute mal ein bisschen umgedreht. Ich werde erst dekorieren und dann die Tage hinstempeln. Also so ist der Plan. Die Tapes habe ich von Masking Tape, Washi Tape, ich glaube, so heißt der Shop. Und hier ist ein wunderschönes Korallenriff drauf. Jetzt muss ich nur schauen, also ob ich ein bisschen Grüne mit benutze oder das Gelbe. Ich glaube, ich mache so ein Mix. Grün-Gelb oder so rum. Ist alles schön, ne? Ich denke, ich werde das. So. Was nehme ich denn nur? Das ist gut. Ich finde das alles toll. Ich mach's so. Und Schluss, bevor ich hier ewig hin und her überlege. Muss ich doch jetzt mal anfangen. Ich hoffe, es klebt. Das war auch so ein bisschen mein Bedenken. Das war schief. Wegen der Kreide. Also ich bin dann ein paar Mal habe ich da drumherum gewischt. Na? Ich ziehe gleich die Kreide mit ab, wie ich sie. So. Doch, sieht ganz gut aus. Und hier bin ich halt eben noch ein bisschen mit Blau drunter, dass es nicht so ganz weiß schimmert, sondern wirklich auch ein bisschen blau. So, nehmen wir die andere Hälfte. Und versuche ich mal gleich drüber zu bekommen. Der erste Streich. Tada. Ach, ist das so schön. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube, das sieht, nee, das wird nicht halten. Hier so ein bisschen drüber gehen. Ne, sieht man nicht. So, jetzt habe ich meinen Korallenriff hier unten. Ich mache gleich mal die Löcher leer, bevor ich das wieder vergesse. So. Ecken kann ich auch schon mal abrunden.
Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe das so ein Wassertape, weil ich weiß nicht, ob das passt. Das mit den Perlen. Ich das noch irgendwie mit reinmache. Cool ist es. Ja, das andere Tape ist ebenfalls von Masking Tape, Washi Tape mit den Kubis und ich habe da mal wieder fleißig geschnippelt. Was ich ein bisschen schade finde, dass die alle in eine Richtung gucken. Ja, aber so ist es mal wieder. Also schwimmen halt alle in eine Richtung. Aber es sind wunderschöne Farben dabei. Guck mal. Hübsch, sehr hübsch. Es könnte auch so ein, wie heißt der, Feuerschwanz? Nee, Feuerschwanz ist was anderes. Verwechsel ich die. Okay, komme ich nicht drauf. Wie es heißt. Es sind noch ein paar. Die schwimmen halt jetzt alle fleißig in eine Richtung. Ich glaube, mit alle verteilen wird mal wieder nichts, weil es zu viele sind. Es könnte auch einer hier drüber schwimmen. Ja, das war auch cool. Ich muss mal gucken, wie das aussieht mit dem Tape hier. Doch, das gefällt mir. Das ist sehr schön. Ich muss gerade ein bisschen gucken, wie ich die Aufteilung mache. So, dum, 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 dum. Von der anderen Seite auch noch. Ich muss mal gucken. Ich stempel, wobei ich habe auch wasserfeste Stempelfarbe. Dann ist es vielleicht gar nicht ganz so schlimm, wenn ich nicht weiß, wo ich stempel. Oh, ich. Das gefällt mir, das finde ich gut. Der Plan war eigentlich, dass ich weiße Blubberbläschen hochmale, aber vielleicht mache ich das ja noch. Vielleicht mache ich das noch. Das habe ich gerade in der Luft geschnitten. So. Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Fischis verteilen, bevor ich hier. Aber eigentlich müsste ich es erstmal wieder hinkleben, damit ich weiß, wo ich was mache. So. Es wird eine bunte Woche. Aber ich mag gerade irgendwie bunte Wochen. So oder so. Ich war heute schon übrigens in die Pilze. Es ist ein schöner, großer, voller Korb geworden. Und die muss ich dann noch fertig machen. Aber ich freue mich schon drauf. Ich liebe ja Pilze. So.
Zack. Oh, meine Fische. Wo sind sie? Da. Ach, Jana, übrigens, ja, es war die einzige, die mich angeschrieben hatte wegen diesem Strandtape, was übrig geblieben ist. Und sie hat mir als kleines Dankeschön auch noch was zurückgeschickt. Also ich habe ein bisschen mehr eingepackt. Vielen, vielen lieben Dank, ich habe mich sehr gefreut. wenn ihr mir schreibt, ich sehe die Nachrichten. Und ihr müsst es eigentlich auch sehen, wenn ich zurückschreibe. Das seht ihr, wenn, jetzt müsst ihr euch überlegen, ihr müsst auf Community gehen in eurem Kanal. Und dann seht ihr das auch, wenn ich euch zurückschreibe. Also ich habe bis jetzt jede Nachricht auch gesehen und auch geantwortet. So. Jetzt will ich noch eins haben. Ich liebe dieses Tropfentape, das ist so hübsch. So hübsch. Jetzt, das war verkehrt rum. Nee. Andersrum. So. Ja, voilà. Und jetzt werden wir die Fische mal hier verteilen. Ich wollte doch hier unten irgendwo einen hinmachen. Ich hatte doch noch mehr Fische. Wo sind sie alle hin? Ich klebe jetzt erstmal den blauen hier unten hin oder zum Bunden. Nee, der blaue. Jetzt hoffe ich, dass ich es abkriege. So. Da. Wir können auch eigentlich so ein Zweierpack hinkleben. Der sieht irgendwie komisch aus, der hier, der sieht so puschelig aus. Ich mache den kleinen hier noch mit hin. So. Ich muss die farbigen irgendwie unten hin machen. Das sieht sonst so irgendwie leer aus, warum auch immer. Es wirkt dann nicht mehr. Und dadurch, dass sie eh alle in eine Richtung schwimmen, ist auch wieder so blöd.
Ich hoffe, das war auch richtig, wie ich das gemacht habe. Dass ich das später. Schwimmt er in eine andere Richtung? Nee, ist doch die Richtung. Oh, den sieht man nicht. Den unten noch einen hin, den dicken, komischen. Den sieht man nicht, den, oder? Nee. So wirklich. Pech. Komm her. Ich habe noch einen übrig. Aber wo mache ich den hin? Ich muss mal. Jetzt einfach dahin und werde sehen, ob ich Mist gebaut habe oder nicht. Der war gut. Und ich denke, ich werde doch hier so ein paar Bläschen hinmachen. So ist der Plan. So ein paar. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, dann sind wir soweit vorerst erstmal ja, fast fertig sozusagen. Ich stempel mir jetzt noch die Tage und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder und ich bin fertig. So, es sieht, also eigentlich ist es viel, viel blauer. Ich weiß noch nicht, wie ich euch das zeigen soll. Na, so sieht man das vielleicht. Oder auch nicht. Ich kann das euch vielleicht zeigen, indem ich mir jetzt einfach mal ein Stück weißes Papier suche. Tada! Ja, es ist blau. So sieht man es. Also das ist wirklich blau. Schade, dass. Naja, jetzt sieht man es eigentlich. Ja. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Das war mal wieder was anderes. Und ich suche gerade meinen Planer, der Füße bekommen hat. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So. Und da ist es.
Ich versuche euch mal ein Stückchen höher zu holen. So. Genau. Ja, langsam wird es auch Zeit, also weil Sommer ist nicht mehr wirklich für einen Herbstplaner. Mal schauen, wann ich das mache. Ja, gestempelt habe ich diesmal nicht in Schwarz, sondern in Night Sky. Genau. Ja. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Obwohl, nein, es war es noch nicht. Ich habe gerade eine Idee. So schnell kann es gehen. Ich habe nämlich so ein Tape hier. Das kommt bestimmt auch nicht schlecht. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Wenn es scheiße aussieht, dann war es das. Ich muss mir das mal kurz zurechtschnippeln. Also nur den Streifen da. Ich muss mal kurz schauen, wie das aussieht. Wenn es blöd aussieht, dann lasse ich es. Wenn es gut aussieht, dann sieht es halt gut aus. Ich muss mir das nochmal kurz hier zurechtschneiden. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist nämlich ganz witzig eigentlich. Sieht scheiße aus. Oh, ich mache gerade die Kreide mit ab. Seht ihr das? Also, von der her, Farben her passt es eigentlich. Aber irgendwie passt es. Wo hier oben geht es eigentlich? Zack. Gucken. Huch, es wackelt auch sehr. Ja, doch, hier oben finde ich das ganz lustig. Noch ein bisschen gerade. Das leicht gesagt, ne? Schere. Ja, das war jetzt Blödsinn. So. Streifen. Ich habe auch ehrlich gesagt, habe ich gedacht, dass der Vorschieß so schmal ist. Und das ist ja wirklich nur in der Mitte hier. So war das gar nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das ist nicht so. So. Schneiden wir uns das auch noch. So. Naja, manchmal da täuschen doch auch die Farben sehr bei den Tapes. Aber dann ist es halt so. Kann man nicht ändern. Das ist die Kunst daneben. Das so zu fotografieren, dass die Farben auch hinhauen, ne? Doch, zack, ich finde es immer schön, wenn hier oben auch was ist. So. Sie jetzt hier, also so sieht man ja eigentlich schon mal den Unterschied, dass es wirklich blau ist. So. Genau. Fertig. Das passt. Das gefällt mir. Und das lasse ich jetzt auch so. Huch. Wir wackeln mal wieder eine Runde. Gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Lieben. Vielleicht schaffe ich es dann noch das Deko-Video vom Erwin Conklin zu machen. Ich suche gerade meinen Deckel. Der ist weg. Wo ist er? Da ist er. Genau, und jetzt mache ich erstmal die Pilze fertig, denn wir haben Hunger. Tschüss.